Mentale Stärke im Sport und vor allem dann auch nach dem Sport ist unser heutiges Thema. Und damit herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Einwürfe-Ski-Stammtisches. Und ich darf gleich einmal unsere Gäste begrüßen. Zum einen ist es der Profi Martin Koch, wenn ich so bezeichnet darf. Servus. Ex-Profi, ja. Ex-Profi. Und zum anderen ist es Thomas Brandauer. Servus, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Christi, hallo. Und was wäre der Podcast ohne meinen Kollegen Hanno Doschan vom Landesskiverband Kärnten? Servus. Grüß dich, servus. Ich habe gesagt, starten wir wie immer gleich mitten rein ins Thema. Heute geht es um die mentale Stärke im Sport. Und Martin, fangen wir gleich mit dir an. Skispringen war deine Leidenschaft. Allererste Frage, die mich schon in der Recherche ein bisschen so bewegt hat, ist, wie kommt man auf die Idee, dass man Skispringer wird? Ich denke, dass das doch eine Faszination hat, Skispringen. Ich denke, dass sehr viel von Vorbildern abhängt. Du siehst es im Fernsehen, du siehst, wie die da oben segeln, wie die fliegen, ohne Motor, ohne Flugzeug. Willst du es natürlich auch machen, und in meinem persönlichen Fall bin ich eigentlich gar nicht ausgekommen, weil bei mir ist die ganze männliche Seite der Familie Skispringer gewesen. Also mein Papa, Onkel ist der Kogler Armin, war Skiflug-Weltmeister, Greuer Freddy war bei Olympischen Spielen. Der Bruder von meinem Papa, der Heinz Koch, war Privattrainer von Andreas Goldberger. Also das war irgendwie vorhergezeichnet, dass ich irgendwann einmal anfangen werde. Ah, sehr cool. Und wenn man mit dem heutigen Thema das Ganze schon auf eine Ebene nimmt, man sagt, okay, mentale Stärke. Für mich ist immer so spannend, was denkt man sich, wenn man da oben auf diesem Balken sitzt und dann loslässt, dann gibt es also irgendwie Abschwingen oder was gibt es ja nicht dann mehr? Im Endeffekt ist Skispringen ein Sportart, den du, wenn du sie ausübst, nicht willentlich beeinflussen kannst. Du hast 0,2 Sekunden ungefähr Zeit, von der tiefen Hocke in die Streckposition zu kommen bei einem 100er, wo du auf eine Kante zufährst und das Timing genau haben musst. Also das willentlich zum Beeinflussen geht nicht. Das heißt, der Optimalfall ist der, dass du dermaßen gut vorbereitet bist, dass du gefühlsmäßig weißt, was du zum Tun hast, dass wenn du dich vom Balken oben abstoßt, ein Automatismus laufen anfängt. Das heißt, das, was du machst, hast du unterbewusst gespeichert, das hast du gefestigt und das wird dann abgerufen. Natürlich reagierst du noch auf gewisse Sachen, aber im Endeffekt ist ein Idealfall, dass du so gut vorbereitet bist, dass du dann nichts mehr im Kopf hast, sondern einfach tust. Spannend. Und konkret bei dir war es dann immer höher, immer weiter und auch immer besser, weil, ich meine, ich habe bei einer Recherche direkt schauen müssen, wie viel Gold da aufblitzelt, gell? Also das ist ja irre. Sogar olympisches Gold hast du daheim liegen. Fantastisch, was ist denn da so, also wie ist es denn dazu gekommen und was fühlt sich, ich meine, das ist ja auch spannend, bei dieser Sportart, die ihr habt, das ist ja eigentlich ein Einzelsportart. Aber da gibt es halt auch die Möglichkeit, im Team zu gewinnen. Wie ist das für dich? Ist es gleich im Team, auch vom Gefühl her, von mentalen? Oder ist da weniger Druck, mehr Druck, weil du halt die anderen auch mit einziehen kannst? So was hat mich jetzt auch interessiert. Also ich habe es immer gern wegen einem Team springen. Ich weiß es nicht, warum. Es gibt Leute, die sind im Team schlechter. Es gibt Leute, die sind im Team besser. Ich war immer besser. Du hast natürlich permanente Angst oder das im Hinterkopf, wenn ich jetzt einen Scheiß baue, reiße drei andere noch mit. Also das ist absolut ein Thema. Aber für mich hat immer das überwogen. Ich bin in der besten Mannschaft der Welt. Also wir waren damals wirklich, wenn du in Österreich im Skispringen gut warst, warst du in der Weltspitze ganz vorne. Da hast du gewusst, ich brauche da jetzt keine Bahn ausreißen, weil wir sind vier Leute, wir können alle vier gut springen. Und wenn wir unsere Sachen machen, dann werden wir vorne sein. Und deswegen, das hat mich immer beflügelt. Und ich habe gewusst, okay, auch wenn es bei mir einmal nicht so gehen sollte, ich habe noch drei, die reißen mich aus. Das heißt, die Komponente hat mir im Gegensatz zum Einzelspringen immer geholfen, weil ich einfach ein bisschen weniger nervös war und ein bisschen weniger Druck gespürt habe. Ja, also das ist wie zwei Seiten, wie du das betrachten kannst. Gell? Entweder du sagst, jetzt könnt ich alle einreißen. Genau. Oder du sagst eben, ja, oder mich können eigentlich auch alle auch wieder rausholen. Wenn ich jetzt einen Chance baue, habe ich noch drei andere, die mir helfen können. Das ist eigentlich eine spannende Sichtweise und das ist sicher das, warum du in dem Moment gut warst. Und ich habe im Vorfeld schon gehört, du hast ja einen spitzen Mentaltrainer gehabt. Ja. So schließt sich der Kreis. So schließt sich jetzt der Kreis. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Für mich einer der, oder nicht für mich, in Kärnten in Österreich einer der Koryphäen in diesem Themenbereich Sportpsychologie. Und eigentlich immer im Hintergrund, vom Thomas hört man
Ja, naja, wobei, jetzt war es, denke ich, mehr in den Medien auch mit Bergsteigen und so weiter, weil man muss ein bisschen wissen, der Thomas war selbst Welt in der Nationalmannschaft beim Schwimmen und immer schon, soweit wir mehr zusammengearbeitet, wir kennen uns auch schon länger, immer schon ein ambitionierter Kletterer und Skifahrer und Skitourengeher, glaube ich auch, ja. Und ist halt eben im Einzel- und im Teamsportarten als Coach, wir haben uns schon im Sportpark getroffen, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt dann von deiner Sportkarriere dann zum Sportpsychologen geworden bist, Thomas? Ja, ich denke schon, das ist jetzt doch schon viele Jahre her, also aus dieser eigenen Erfahrung, die ich zum damaligen Zeitpunkt gemacht habe. Und das ist sehr interessant, weil im Rahmen meiner Schwimmkarriere, da haben wir sehr viel in Innsbruck trainiert und da sind wir eben immer mit den Skispringern zusammengekommen, die auch damals eben beim Tivoli-Stadion trainiert haben. Und da war eben der Baldur Breimel mit meinem damaligen Trainer oder meinem Trainer im Schwimmen sehr eng. Und deswegen haben wir als Schwimmer schon im mentalen Bereich, ähnlich wie die Skispringer auch, gearbeitet. Und wir haben also schon in den 70er Jahren haben wir so einen polnischen Sportpsychologen, Rodkiewicz hat der geheißen, der hat uns auch schon betreut. Das heißt, in meiner Zeit war das so eine Zeit lang immer als Gegenentwurf zur DDR, zu den Oststaaten, die auch schon sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet haben, war das immer so eine Möglichkeit, da nachzuziehen. Also so bin ich in meiner Karriere damals schon mit dem konfrontiert worden. Interessanterweise hat es aber, was die Psychologie betrifft, keinerlei Ausbildung gegeben in Richtung Sportpsychologie. Man hat Psychologie studieren können, aber da hat es überhaupt keine Vorlesung oder ein Seminar zur Sportpsychologie gegeben und da keine Möglichkeit der Ausbildung. Und ich bin eben deswegen dann nach meiner Sportkarriere eben einmal nach Kanada, da hat es das schon gegeben und bin da sozusagen in dieser Richtung auch ausgebildet worden. Und das war dann so mein Beginn jetzt in Österreich. Und das Spannende war da natürlich, dass der Karl Schnabel, als wie er die Sportmedizin implementiert hat, und das geht dann auch wieder auf den Baldur Breimel zurück, war ihm es sehr wichtig, er hat selber ebenfalls im mentalen Bereich gearbeitet, in diesem Bereich ein Angebot zu haben und interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und so haben wir also vor bald 30 Jahren haben wir begonnen, eben nicht nur Sportmedizin jetzt aufzuwerten in Kärnten, sondern auch sportpsychologisch da ein Angebot den Sportlerinnen und Sportlern zu geben. Und so hat sich das dann entwickelt. Also in der Zwischenzeit, seit damals gibt es zum einen, gibt es auch in Österreich jetzt schon eine Ausbildung Sportpsychologie und es gibt ein Bundesnetzwerk Sportpsychologie, wo jetzt über 100 Sportpsychologinnen und Sportpsychologen organisiert sind. Und das heißt, da hat sich jetzt einiges getan. Aber der Ursprung war an und für sich diese, denke ich, schon dieses Zusammenarbeiten mit Baldur Breimel, der dann mein Trainer auf das gebracht hat und das war so die Grundlage. Und dass ich den Kreis da jetzt, glaube ich, richtig interpretiere, das heißt, der Karl Schnabel, selbst Olympiasieger beim Skispringen, ich weiß nicht, 1976 in Innsbruck. Wow, 76 in Innsbruck, danke. da hat wer wirklich aufgepasst, die Geschichte. Und war der damals mit dir sozusagen beim Trainieren, du als Schwimmer und er als Springer, wart ihr da gleich und der Baldur war dann sozusagen sein Trainer eigentlich damals, ist das richtig? Ja, ganz genau. Also das heißt, der Karl hat ja 76 den Olympiasieg geholt und hat 77 seine Karriere beendet. Und insofern war der Karl ein bisschen vor mir. Also ich habe zusammen sozusagen mit dieser Mannschaft, die sich auf 80 dann vorbereitet hat, da war der Tuchscherer Klaus, kann ich mich erinnern, mit dem habe ich öfters trainiert. Der Inauer Toni war dann damals ja auch noch immer ganz konzentriert, dass er sozusagen den Olympiasieg, der ihm in Innsbruck noch verwehrt war, dass er sich auf den konzentriert. Also das heißt, wie wir dort trainiert
trainiert haben, das war die Landessportschule im Tivoli. Dort hat es immer Schwimmbad gegeben und die Skispringer waren immer während der Tournee, waren die immer auch dort untergebracht. Da hat es so, ja, dass wir auch persönlich zusammen waren. Den Karl persönlich habe ich erst später kennengelernt. Mhm. Also dann im Land eben, wo ihr gemeinsam ja, genau, das aufgebaut habt. Genau. Der Karl war da eigentlich schon 77 eben, hat er seine Karriere schon beendet gehabt. Mhm. Ja, okay. Und wenn ich das jetzt an was einfach Fakt oder oftmals gehört wird, da mag ich jetzt ein bisschen einen Schwenk machen wieder zum Sport. Und zwar, man gewinnt und man verliert am Ende im Kopf, weil sie sind, also die Sportler, so sagt man, sind am Ende in der Weltspitze alle ähnlich gut ausgebildet, jetzt an körperlich. Gell? Nur dann ist es oftmals dieses Spüren, Selbstvertrauen, die mentale Stärke am Ende, auch am Start jetzt, also ich kann es selber von meiner Karriere erzählen, wenn ich da drum am Start mit 4 oder mit 3 anderen am Start war, da hat es immer diese, du kannst da was einreden oder du kannst es spüren. Und wenn du es spürst, wenn du es bist, ja, dass du der Beste gerade da drum bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr runterfahren, weil du wirst gewinnen. Also du fährst dann runter, aber du gewinnst. Ist das auch bei euch so, dass da oben am Start, wenn die anderen kommen, dass du das, kennst du das, was ich da gerade erzählt habe? Ja, ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne die eine Seite, wo sich ein sehr guter Sportler das auch einreden hat können. Also wirklich mit permanenter Selbsteinsorgung auf Nacht vom Schlafengehen in der Früh beim Aufstehen permanent, auch mit Rituale vom Sport, wo er sich das Gefühl geholt hat. Bei mir war es so, ich habe das nicht kennen, also ich habe das nicht geglaubt, wenn ich es mir einfach eingeredet habe. Aber ich habe es gespürt, ich habe gemerkt, wenn ich gut drauf war. Und das ist zum Beispiel meine persönlich größte Leistung, ist mein Sieg im Planitzer 2012. Weil meine innere Intention war immer im Skispringen, ich wollte jetzt da nicht Olympiasieger werden oder Weltmeister, sondern ich wollte einmal wissen, wie gut ich sein kann. Und im Planitzer war ich das. Und das Komische war, ich bin in der Früh aufgestanden und habe es gewusst. Ich wusste, es kann passieren, was will. Ich werde es heute gewinnen, weil es kann eigentlich keiner, ich meine, es kann immer was passieren, aber ich habe das in der Früh beim Aufstehen gewusst. Ja. Das ist gespürt, ja. Und das war dann wirklich so, dass ich mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen habe, überlegen und da habe ich gewusst, okay, das war mein Maximum, mehr kann ich einfach nicht. Das war cool. Genial. Aber da muss ich jetzt an dazwischen grätschen und sagen, okay, wenn du es dir selber nicht einreden kannst, was hilft dann in dem Fall? Ja, wie kann man dann als Mentalcoach sagen oder als Unterstützer dem Profi weiterhelfen und sagen, probieren wir halt, wenn du es nicht einreden kannst, was gibt es dann für Alternative? Ich denke, der Martin hat das schon sehr gut beschrieben, dass, und das denke ich schon sportartspezifisch unterschiedlich, dass speziell im Skispringen dieser Automatismus, in der Sportpsychologie nennen wir es eben das Implizite, das heißt, dass das von sich selbst heraus gesteuert wird, dass das Kontrolle haben muss. Wenn das gelingt, dass das Implizite sozusagen arbeitet, agiert, handelt, dann wirst du deine Leistung gut entfalten können. Und das ist das Wesentliche. Dieses Implizite oder den Automatismus, und das Gleiche ist eben im Handball, im Border Cross, dafür trainiert man, dafür wiederholt man das 1000 Mal, 10.000 Mal ist eigentlich so ein bisschen, sage ich, die Zahl, dass man immer Bewegung 10.000 Mal wiederholt, systematisch, dass das so automatisiert ist, dass ich das eigentlich in mir habe. Schon wie du auch toll beschrieben hast, wenn dann so situative Reize kommen, ein bisschen Wind, der Gegner macht eine Finte, die nicht erwartet wird, dann reagiert man reflexartig, aber nicht bewusst. Das heißt, im Rahmen des Wettkampfs oder des Rennens, des Springens, da ist man, man verlässt sich auf diesen impliziten Mechanismus. Und das ist, denke ich, eben so das Wesentliche, wie kann das bestmöglich gelingen? Und das heißt nicht, das Optimale wäre immer so, dass du das loslässt, und im Springen ist es relativ gut da zu beschreiben, ich lasse los, und dann springe ich auf und es ist gelungen. Wenn jetzt etwas länger dauert, dann wird es natürlich schwieriger werden, weil ja das längere Zeit, eine längere Zeitdauer darstellt. Aber
um das geht es wesentlich. Und das heißt, auch Spieler beschreiben oft, dass sie ein Fußballspiel 90 Minuten oder eine ganze Hälfte, dass es fast keinen Gedanken gegeben hat über das Spiel hinaus, sondern dass sie so absorbiert und im Spiel drin waren. Und das wäre wiederum, das ist so ein Hinweis, wo man sieht, aha, da hat dieser Automatismus, dieses Implizite hat da gut gearbeitet. Und jetzt ist aber natürlich das Thema, was kann dieses Implizite fördern oder stören? Also das denke ich so, dass man trotz einer Störung, das können jetzt Gedanken sein, das können Gefühle sein, das können aber natürlich Reize von außen sein, das können die Gegner, Gegnerinnen sein. Wie gelingt es, dass man trotzdem und trotzdem der Erwartung, das kann die Erwartungshaltung sein, dass man trotzdem so einen guten Zugriff hat auf diesen Automatismus? Implizierter Automatismus. Zur Aussage von Martin muss ich noch vorher einhaken. Du hast gesagt, ich bin in der Früh aufgestanden und ich wusste, ich mache das. Ist das trainierbar? Ja, nein? Das ist ja ein Gefühl. Ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Maße ist es trainierbar, weiß ich nicht, aber vorbereitbar, glaube ich. Also bei mir war es immer so, ich habe angefangen, nachher irgendwann einmal die Dinge auffächern. Dass du nicht sagst, ich muss heute, oder ich bin heute gut, oder ich springe heute gut, oder ich habe jetzt einen guten Sprung, sondern ich habe einfach geschaut, okay, wie war meine Vorbereitung, wie ist mein Material, wie ist meine Technik, passt meine Ski, passt das, und dann habe ich einen Sprung aufgehört. Was habe ich zum Tun? Nicht, ich muss jetzt gut Skispringen, sondern, okay, ich muss jetzt, wenn ich oben wegfahre, muss ich schauen, dass ich tief sitze, dann am Tisch muss ich schauen, dass ich mit dem Schwerpunkt vorne bin, und im Vorbau muss ich die Hände ein bisschen ausdrücken. Das waren drei Punkte, die habe ich im Kopf drinnen gehabt. Und ich glaube, wenn du die Summe aus dem allen hast und jede Frage mit beantworten kannst mit ist gut, passt, ist super, dann bist du einmal ganz knapp an dem Ganzen dran. Und das Letzte kommt dann einfach irgendwann einmal. Das kann sein, dass du eine Bestätigung gekriegt hast von einem guten Sprung. Das kann sein, dass du aufstehst und einfach irgendwie, dass du dich gut fühlst. Das ist irgendwie, ich glaube, dass der letzte Ding kommen muss. Jetzt haben wir sehr viel über Positives und von Mittel bis ganz bis zur Spitze hinauf gesprochen. Es ist aber natürlich der Sport auch mit vielen Negativen behaftet, weil ich denke, nicht jeder Sprung war erstens ideal und zweitens irgendwann einmal hat es die sicher aufgebiert da, wenn man so schön sagt. Aus dieser Negativerfahrung, wie verarbeitet man das? Wie nimmt man das mit? Ich finde negative Erfahrungen, Niederlagen unglaublich wichtig. Ich meine, es ist brutal hart, aber ich bin in meinem Leben viel öfter eingefahren, wie gut gesprungen bin. Also die guten Momente, an die erinnert man sich natürlich, die glaubst du außer, aber aus den negativen lernst du wahnsinnig viel. Vor allem aus dem Umgang mit einer negativen Erfahrung oder mit einem negativen Sprung, wie reagiere ich darauf? Sage ich jetzt, das war jetzt alles eine Chance und habe eine Wut und aufhören von irgendwas oder sage ich, warum? Was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Warum habe ich was gemacht? Was machen die anderen besser oder was mache ich nicht so gut? Ich analysiere das. Und für mich war es halt dann wichtig, immer das probieren, nicht sagen, okay, ich bin in dem schlecht, sondern okay, ich habe das jetzt nicht so gut gemacht, wie schaffe ich es, dass ich es besser mache? Oder was kann ich machen, dass das besser wird? Und so lernst du dazu und so holst du aus die schlechten Sachen gute Sachen aus. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Jetzt hat es dich vielleicht irgendwann einmal bei einem Sprung richtig zerbröselt. Ja. Kannst du dich erinnern, was war so das Größte, wo du gesagt hast, Boah, ich habe mir ein paar Mal aufgestellt. Da habe ich mir einen Halswirbel gebrochen und so. Weil ich zweigesprungen bin, hast du mir ein paar Mal aufgestellt. Ich sage einmal, wenn du in einer Sportart in der Spitze bist, in einer Sportart wie Skispringen, die am Limit bewegst, dann kann es ein, zwei Mal in der Saison sein, dass du halt übers Limit gehst. Was denkt man dann im ersten Moment? Ja, danach erfolgen. Hände, Füße bewegen oder ich muss gleich wieder rauf und dann. Nein, das ist es. Wie verarbeitest du das? Brauchst du da dann auch einen Mentalcoach vielleicht? Schaffst du das selber dann da außer? Wie ist es das nächste Mal, wenn ich nachher am Balken oben sitze und weiß, okay, das letzte Mal genau auf der Chance habe ich nicht gefressen? Es kommt ganz klar vorne. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du schon eine autoritäre Person wie ein Trainer, wie ein Mentalcoach, wenn der da ist, oder irgendwen hast, der da sagt, warum das Ganze passiert ist. Habe ich jetzt einen Plätzchen gemacht? War das jetzt Material oder sonst irgendwas? Das heißt, du musst die Situation aufarbeiten. Und dann musst du denken, ich habe im Jahr 800 Sprünge gemacht. Wenn es mich da dreimal überschlägt, dann
habe ich 797 gemacht. Aber die war gut geworden. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Angst haben, da wieder aufzugehen. Du kannst das, was du gemacht hast, und wenn das Material was gehabt hast, tauscht das aus. Das ist auch nicht üblich, das wird alles kontrolliert. Das heißt, das sind wirklich Einzelfälle, wo du wissen musst, warum ist das Ganze jetzt passiert. Und wenn das weißt, dann soll es normal kein Problem sein, die ganzen Sachen auszuschließen und wieder aufzugehen und springen. Natürlich, das, was du gesagt hast, ist ein Punkt, dass du relativ, so war es halt bei mir, ich weiß nicht warum, das wirst du dann beantworten können, relativ schnell wieder aufs Pferd kommst. Weil je länger du wartest, desto unsicherer wärst, desto mehr schleicht sich irgendein Gefühl ein, das unbehaglich ist. Und das ist beim Skispringen einfach gefährlich dann. Mhm. Und wenn wir jetzt an den sportlichen Teil, haben wir jetzt ja schon mehrfach betrachtet, und jetzt ist aber oftmals noch ein Thema, das für einen Sportler jetzt direkt durchaus zu einem Riesenthema werden kann, ist, wenn der Sport einmal aufhört. Irgendwann ist es einmal vorbei, man sagt so, jetzt sind gerade bei uns in Kärnten aktueller denn je, der Matthias Meyer ist zurückgetreten und hat gesagt, so, ich mag nicht mehr. Okay, das ist so, aber jetzt ist noch das Leben nach dem Sport. Und das ist dann doch jetzt für manche leichter, für manche schwieriger, diesen Umstieg ins normale Leben zu schaffen. Martin, wie war es denn bei dir jetzt konkret? Du hast aufgehört und irgendwie bist du noch immer erhalten in dem Ganzen, so würde ich es jetzt mal sagen. Was ist das denn jetzt eigentlich? Also ich bin jetzt Experte und Co-Kommentator beim ORF für Skispringen, mache noch die Helmkamerasprünge bei der Weltmeisterschaft und bei der Tournee. Habe das aber irgendwie nicht geplant gehabt. So. Ja. Also es ist durch Zufall passiert. Bei mir war das Gute, ich wusste, dass ich aufhöre. Also ich wollte zweimal eigentlich. Das erste Mal, das war Skiflug-Weltmeisterschaft 2012 in Vikersund. Und da habe ich vielleicht wieder Matthias Meyer jetzt für mich insgeheim beschlossen, wenn ich dort Gold mache im Einzel. Das war mein großes Ziel. Bronze ist geworden. Bronze ist dann geworden, weil ich hergefallen bin, ja. Aber wenn ich nur Gold mache, höre ich auf. Also ich hätte wirklich am Samstag, oder vielleicht hätte ich mal überreden lassen, für Sonntag fürs Team springen und hätte dann aufgehört. Das war meine Ansatzstrategie, dann bin ich hergefallen. Bin Dritter geworden, einmal auf den Ken 2 aus mit der Skiflug-Weltmeisterschaft, da probiere ich es noch einmal, in Haarerhof. Und habe aber gewusst, dass nach der Saison 2014 aus ist. Also das war mir durchaus klar. Und ich habe Zeit gehabt, mich auf das vorzubereiten. Dass ich dann direkt im gleichen Jahr zum ORF gewechselt bin, das war Zufall, aber ist jetzt auch nicht blöd gelaufen. Also für die ist es geflutscht auf jeden Fall. Also das war für die kein großes Thema, das Aufhören. Wenn man hört von anderen schon, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von Sportskollegen, ja, dass der Umstieg nicht immer so witzig sein kann. Auch. Ich meine, du musst schon denken, also das war bei mir auch, ist mir dann erst bewusst worden, wo ich wirklich aufgehört habe. Das Komische war, ich habe noch irgendein Formel-1-Rennen oder irgendwas geschaut, was ich normal nicht mache. Aber du bist, so wie es in meinem Fall war und wie es in vielen Sportlern war, ich habe das gemacht, seit ich 3 Jahre alt war. Ich habe aufgehört mit 32 oder 33, das waren 30 Jahre Skispringen. Ein ganzes Leben. Ein ganzes Leben. Es hat eigentlich da nicht viel anderes gegeben. Das heißt, wenn du aus diesen Blasen ausgerissen wärst, kann es schon sehr herausfordernd sein. Und was mir auch noch damals bewusst worden ist, ich bin bei der Siegerehrung ein paar Mal ganz oben gestanden. Ich bin Weltmeister, Olympiasieger geworden. Und ich wusste, ich wäre, egal was ich tue, mein ganzes Leben nie wieder irgendwo so gut sein wie im Skispringen. Wäre ich nie mehr sein. Der Beste auf der Welt wäre ich nie mehr sein. In irgendwas anderem, außer im Skispringen, ja, genau, was du warst. Ja. Und das kann dann schon ein emotionaler Hammer sein. Also da kann es schon sein, ich habe das Gute gehabt, ich habe während meiner Zeit als Skispringer zum Studieren angefangen, habe dann auch in Klagenfurt mit dem Spitzensport und Studium-Projekt während meiner aktiven Laufbahn angefangen zu studieren oder mein Studium voranzutreiben und habe das als Anker noch gehabt, nachdem ich aufgehört habe. Das heißt, ich habe was gehabt. Aber wenn du ohne irgendwas dastehst, ohne Perspektive, vielleicht auch ohne Ausbildung, dann kann es schon sein, dass du einmal Panik kriegst. Thomas, darf ich dir die Frage jetzt umschießen? Was passiert in einem Sportler, jetzt an psychisch oder auch vielleicht von hormonellen Themen her? Und dass es eben bei manchen da zu Problemen kommt, man hört das ja eigentlich auch nicht wirklich in den Medien. Erzähl uns einmal ein bisschen was über das Thema, bitte. Ja, das sind sogenannte Übergangsphasen, die alle Menschen im Leben erleben. Das heißt, da geht es eben immer in den Beruf, aus dem Beruf heraus, also das heißt in die Pension. Und das sind natürlich Schnittstellen, die markant sind und auch wiederum, ich kann das nur wiederholen, individuell unterschiedlich verarbeitet werden. Aber was im Spitzensport, denke ich, schon anders ist als in anderen Bereichen, ist, dass zum einen, so wie du das gesagt hast,
man realisiert in diesem Bereich nur, wenn man mit all seinen Möglichkeiten da dabei ist. Das heißt, 24/7 ist man Skispringer, Skiflieger, Bordercrosser, Fußballer, Handballer. Und das ist notwendig, um dort überhaupt beruflich Fuß fassen zu können. Und ich sprich es jetzt schon an, das war vor 30, 40 Jahren doch noch ein bisschen unterschiedlich. Durch die Kommerzialisierung und Medialisierung ist es ja jetzt in vielen Sportarten möglich, in ein paar mehr Geld zu verdienen, in anderen weniger. Das ist ganz klar, das ist ungleich verteilt, aber trotzdem stellt der Beruf, Spitzensport, ist eine Möglichkeit, wo man auch Geld machen kann. Und das Schwierige für den Spitzensportler und für die Spitzensportlerin ist aber jetzt, dass diese Möglichkeit, da das durchzuziehen, sehr früh beendet wird. Es hat sich zwar jetzt verändert, früher war das eher, dass mit 25 die Menschen in Pension, also spitzensportlich in Pension gegangen sind und dann haben sie eine Ausbildung daran gesetzt. Jetzt hat sich das verändert, das geht also bis 35, 40, sage ich einmal, aber da wird es schon sehr eng. Je nach Sportort, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das heißt, eigentlich gehe ich dann mit 35 oder mit 40 gehe in Pension in einem Bereich, wo ich der volle Experte war, wo ich ganz viel Wissen gehabt habe, wo ich mir alles angeeignet habe. Und das ist natürlich als solches eine große Herausforderung. Was mache ich dann danach? Und das ist für bestimmte Personen eben durchaus schwierig, da dann einzusteigen. Aber ich meine, du hast es ja verglichen ganz am Anfang jetzt in den Satz, dass du gesagt hast, das ist ähnlich, wie wenn du nachher aus dem Arbeitsleben rausgehst, auch in Pension gehst sozusagen und nachher in einen alltäglichen, in die Pension gehst, ja. Aber für mich ist es trotzdem ein Unterschied, man hört ja immer wieder dieses Abtrainieren, ja. Also da geht es ja, da wie man das auch, das Thema einmal gehabt, um hormonelle Themen, die beim Sport, weil du halt einfach beispielsweise Bewegung brauchst. Du bist gewohnt, ja, als Sportler am Tag 4-5 Stunden Belastung, Training zu haben, ja. Und plötzlich, wenn du aufhörst und jetzt dann in einen 40-Stunden-Bürojob gehen würdest, ja, sagen wir mal ganz das krasse Gegenteil, ja, dann bist du eingesperrt und kommst eigentlich fast nicht mehr zu deinem Sport. Das ist schon noch einmal eine andere Nummer, dass man vielleicht da einmal ein bisschen ein Gefühl kriegt, ein Sportler hat da schon einmal in dem Moment, zumindest habe ich so erlebt, ein Problem oftmals der inneren Unausgelassenheit. Oder da ist man so wie, es fällt was. Es fällt nicht nur für das Gefühl was du gesagt hast vorher, sondern es fällt auch der Sport so für deine Hormone, für den Opa, du wirst direkt aggressiv oder depressiv vielleicht. Kennst du das? Hast du das auch gehabt? Das Gute ist, dass, wie gesagt, nach der Karriere habe ich als Kommentator angefangen. Und ich kann jetzt noch wahnsinnig viel Sport machen. Der Andreas Goldberger ist mein Kollege, der hat mich auch in den Austauschsport eingeführt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Aber ich habe 2012 damals Manna, Sponsor von mir, gefragt, ob ich wieder ein Praktikum machen kann. Gell? Und ich war 3 Monate im Sommer bei Manna in der BR-Abteilung und habe 3 Monate 40 Stunden die Woche gearbeitet. Gesessen. Und ich war voll durchgedreht. Dann bist du in Wien draußen auch noch. Und dann kannst du nicht einfach bei der Tür rausgehen und da ist der Wald und du kannst laufen oder irgendwas. Das war für mich wirklich schlimm. Also wirklich genau das, was du sagst. Ich war es gewohnt und da habe ich am Tag, habe ich, glaube ich, 20 Espresso gesoffen, weil da ist wieder nichts zum Tun und was tust du nachher? Und dann schaust und du hast keine Ahnung, was du mit dir anfangen sollst. Also dieser von klein auf, dieser ich stehe auf und gehe trainieren und gehe raus und mach was, das wird dann wirklich gecuttet und das ist definitiv ein Problem. Aber das ist für mich jetzt noch so wichtig, du hast es angesprochen, trotzdem ein zweites Standbein irgendwie zu haben. Wie ist das dann vereinbar? Können die Eltern irgendwie das beeinflussen, dass sie sagen, Spitzensport ja, aber du lernst was Gescheites? Oder wie wichtig ist dann überhaupt die Bildung oder Schulbildung? Auch für unsere jungen Zuhörer nachher, die ja beim Skistammtisch jetzt zuhören, unsere Nachwuchssportler, wo ja mental ein Riesenthema ist und auch die Eltern vielleicht, die zuhören, sollten die Eltern da diesbezüglich auch sagen, hey Burschi, Sport ist recht und schön, aber schau, dass du für deinen Kopf was tust? Also meine persönliche Meinung ist natürlich, so wie es der Thomas zuerst gesagt hat, Spitzensport ist Spitzensport und du wärst nicht nebenbei, du kannst nicht alles machen und nebenbei ein bisschen Olympiasieger werden. Von dem her brauchst du schon Einsatz, du brauchst Willen 24/7, aber für mich war es wichtig, also
meine Tochter sollte die einmal Spitzensportlerin werden, das ist einmal ganz klar Ausbildung. Und ich würde ihr raten, dann sowas in Anspruch zu nehmen, wie Spitzensport im Studium, wie, keine Ahnung, irgendwas daneben zu machen, weil du im Sport entspannter bist. Weil du weißt, du hast nicht den inneren Stress, ich kann das und irgendwann ist das einmal vorbei und was ist, wenn ich mich verletze und was tue ich dann? Und du hast ja in der heutigen Zeit auch schon in jungen Jahren, das war bei uns zum Glück noch nicht so, aber du hast jetzt auch schon in jungen Jahren so viel zum Tun. Du hast Material, du hast Training, du hast Videoanalyse, du hast Technik, du hast Social Media. Social Media, ja wirklich, es ist kein Schmäh, du hast so viel zum Tun, dass du irgendwann einmal nur noch den Tunnel hast, wo du am Ende Skispringen, Skifahren, Handball, Volleyball, ist egal was, du siehst einfach nur noch das und sonst nichts mehr. Und dann schaltet jetzt irgendwann einmal ab. Und wenn es dann wieder, bei mir war es halt so, auf die Uni gehst und dort eine Prüfung machst und drin sitzt und die fragt dich was über Kostenrechnung und du sitzt eigentlich so drinnen, du weißt, du springst den Plan nicht sauber, aber da geht auch die Düsen, dass es nicht mehr Ärger geht. Und dann schaffst du die Prüfung. Und auf einmal hast du ein Gefühl, das ist ein Wahnsinn, ich kann das. Und dann gehst du auf die Chancen und dann springst du 3 Klassen besser. Also es ist schon eine Wechselwirkung da. Natürlich, ich habe, glaube ich, 10 Jahre gebraucht für das Studium, es dauert ein bisschen länger, aber es ist absolut wichtig, meiner Meinung nach. Das heißt, immer vielleicht so mit einem Auge ein bisschen auf die Karriere danach schielen und sagen, es gibt ein Leben danach. Genau. Und das kann sogar vielleicht sogar schneller da sein, als man selber möchte. Siehst du das ähnlich? Ja, ich kann dem also nur zustimmen. Ich denke, da sind auch Hinweise, die das bestätigen, dass also diese Ausschließlichkeit der Beschäftigung, dass das auch durchaus eindimensionale Wirkung hat auf das Wohlbefinden. Und da hat sich schon auch sehr positiv erwiesen, wenn man auch andere Standbeine für sich entwickelt. Und das kann ich eben nur aus der Erfahrung sagen. Als Spitzensportler ist man natürlich sehr leistungsorientiert gestrickt. Wenn man dann in ein System kommt, wo wenig Leistung gefragt wird, dann ist das gar nicht so leicht für einen Spitzensportler. Und deswegen ist so zum Beispiel ein Studium ist gar nicht schlecht, weil das hat ja auch wieder so Prüfungssituationen, die man ganz gern mag. Man mag sich da auch mit dem auseinandersetzen und bewähren. Das heißt, es ist eben so eine Hassliebe, weil der Sportler, der investiert ja alles in sein Training und in seine Wettkämpfe und der ist ja von klein auf gewöhnt, zu einem Zeitpunkt Leistung zu erbringen. So sind Sportler und Sportlerinnen gestrickt. Motivation sagen sie immer dann, wenn es ein attraktives Ziel gibt. Und da ist eben zum Beispiel anders, als wenn man sagt, ich habe irgendein Hobby, ist auch gut, wenn man das hat. Aber so ein Studium, das zwingt dann ja, dass man was anderes macht, beziehungsweise sich mit einer anderen Thematik beschäftigt. Und das hat sich als positiv erwiesen. Also es ist durchaus, kann entspannend sein, auch wenn das jetzt paradox klingt, aber als Sportler ist man so gestrickt und fühlt sich dann auch toll, wenn man das geschafft hat. Wenn man es geschafft hat, ja. Und Karriere danach, die Karriere an sich, ist noch nicht ganz das Ende, aber was bei unserem Podcast immer am Ende kommt, ist die berühmte Frage nach den Highlights. Und Martin, ich darf mit dir beginnen. Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, auf dein Leben zurückblickst, das war ja sehr ausgeprägt von der aktiven Karriere. Was würdest du sagen, was war so dein Highlight, wo du sagst, oder vielleicht gibt es mehrere, an die du dich gern zurückerinnerst? Boah, sportlich, natürlich der Olympiasieg, der über allem steht, was für mich emotional noch eins drüber war oder mindestens gleichwertig war, war das in Planitzau, wo ich gesagt habe, wo ich gewonnen habe. Und sehr speziell, ich habe ein einziges Skispringen gewonnen, kein Skifliegen. Und das war das Skispringen am Holmenkollen oben, die Geburtsstätte des Skispringens quasi. Und wenn du dann raufkommst, da ist immer der König da und der ladet dich ein in sein Lounge und der redet mit dir eine Viertelstunde. Das war schon ein sehr schönes Gefühl, weil er eben auch sagt, es ist ihm völlig egal, ob es schneit oder regnet, ob da Damen, Herren, Longlifer, Skispringer, egal wer, er ist oben, weil er repräsentiert das Land und das interessiert ihn. Da hat man dann auch noch die Startnummer unterschrieben, also das war schon ein Highlight für mich. Verständlich. Gibt es privat irgendein Highlight, wo du sagst, das hat vielleicht mit dem Sport überhaupt nichts zu tun? Die Geburt unserer Tochter. Wirklich, also das ist ein Moment oder ein Lebensabschnitt, den man sich als Sportler schwer vorstellen kann, wenn man noch nicht Vater oder Mutter ist, aber es ist einfach noch einmal eins drüber über allem, was du machst als Sportler. Also ein Kind
zu bekommen, das Aufwachsen zu sehen und einmal lachen zu sehen, ist mehr wert wie jede Medaille, die gewinnst. Ah, sehr schön. Thomas, wie ist es bei dir mit den Highlights? Was waren deine Karriere-Highlights, was waren deine privaten Highlights? Ja, Karriere-Highlights, denke ich schon, dass diese Implementierung der Sportpsychologie im Land Kärnten mit diesem sportpsychologischen Kompetenzzentrum, dass das gelungen ist, dass man da eine Stelle hat, die jetzt hauptberuflich besetzt ist. Ich denke, das war beruflich gesehen ein großes Highlight, weil das die Möglichkeit eben gegeben hat, da längerfristig in diesem Bereich tätig zu sein. Und das finde ich so als Highlight. Und ja, privat gesehen, natürlich ist da eben die Familie als solches steht da einfach an oberster Stelle. Und das da sehr viel gut gelungen ist, das, da finde ich mich also in Dankbarkeit dem gegenüber. Ich bin jetzt schon eben Großpapa mit 4 Enkeln und das funktioniert alles sehr gut. Und das ist so, wie der Martin das eben beschrieben hat, ich habe da sehr jung eben Kinder bekommen und dass das so weitergeht, das ist schon etwas, was für mich ein Highlight darstellt, ein Highlight, das sich aber eigentlich immer entwickelt und von daher ist es sehr, sehr befriedigend. Sehr schöne Schlussworte und ich sage danke, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr heute da uns Rede und Antwort gestanden habt. Danke dir, Martin. Gerne. Und danke dir, lieber Thomas. Ja, sehr gerne, danke. Natürlich das Highlight am Ende. Hanno, natürlich wie immer. Ich bedanke mich auch an euch alle eben für diese schöne Aufnahme unserer vorerst einmal letzten Folge, jetzt an der letzten Aufnahme des Skistammtischs. Und danke auch an dich, Patrick. Es war ein Highlight für mich. Dankeschön. Und eins dürfen wir schon noch verraten, wenn auch der Stammtisch nicht mehr weitergeht, allerdings, der Einwürfe-Podcast, der bleibt bestehen. Also, seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Die Krone und ich. Kronenzeitung.